Die griechische Insel Kos ist derzeit ein begehrtes Reiseziel. Die einen kommen mit ihren riesigen Rollkoffern, die anderen mit nichts als ihrem Leben. Vor der Polizeistation am Hafen treffen Touristen täglich auf hunderte Flüchtlinge. Nicht jedem gefällt das. Sie sind jetzt noch an der Polizeistation. Das ist nicht das Schlechteste. Wenn Sie dort weggehen, das wäre nicht so gut. Man weiß ja nie. Das ist chaotisch hier. Wenn man in die Stadt geht, sieht man eine Menge Flüchtlinge. Ich denke, das ist ein Problem. Die können nicht hier bleiben, alle. Die müssen verteilt werden auf die EU. Also unbedingt, dass sie sich darum kümmern. Das, wenn man sowas sieht, das ist also wirklich traurig und schade. Heute sind knapp 100 Menschen über die Ägäis ins rettende Europa gekommen. Pakistanis, Afghanen, Syrer. Alle müde, ausgehungert und verzweifelt. Wir sind alle über den Seeweg gekommen. Ich habe es heute Nacht geschafft. Die Polizei hat uns aufgegriffen, als unser Boot gesunken ist. Es sind einige Menschen dabei umgekommen. 4 Leute sind gestorben. Erste Welt trifft Dritte Welt. Neben einer Luxusjacht versorgt sich eine Gruppe aus Pakistan mit dem Nötigsten. Wie lange haben Sie schon nicht gegessen und getrunken? 3 Tage. Haben Sie Hunger? Ja, wir sind hungrig. Doch Sie sind nicht nach Kos gekommen, um zu bleiben. Wir wollen in ein anderes Land. Wohin? Nach Deutschland. Wir wollen in Deutschland arbeiten. Ich brauche Schutz für meine Familie und natürlich für mich selbst. Der Exodus hunderttausender Menschen aus den Kriegsgebieten des Mittleren Ostens hat dramatische Ausmaße. Erster Anlaufpunkt der Flüchtenden ist häufig die Türkei. Gerade einmal 4 Kilometer sind es von der Küstenregion bei Bodrum bis zur griechischen Insel Kos. Das gelobte Europa praktisch in Sichtweite. Die neuen Zahlen sind alarmierend. 40.000 Menschen sind laut Behördenangaben seit Jahresbeginn auf den Ägäisinseln angekommen. Das sind 6-mal so viele wie im Vorjahr. Der Hafen von Kos vor ein paar Tagen. In der Nacht hat die Küstenwache 2 Schlauchboote mit 60 Syrern aufgebracht. Für die Soldaten mittlerweile ein Routineeinsatz. Follow me, okay? Mehr als 2000 Flüchtlinge sind so allein in den letzten Wochen auf der Urlaubsinsel gelandet. Die Situation war sehr gefährlich für uns. Wir hatten Angst. Es waren Kinder und Frauen dabei. Einige junge Männer sind ins Meer gesprungen, damit uns die Küstenwache rettet. Von uns hatten sie keine Nachricht bekommen. Irgendeiner hat die Regierung informiert und dann haben sie uns gerettet. Auf seinem Handy dokumentiert ein Mann seine Flucht auf einem Speedboot. Erst die Finanzkrise, jetzt Flüchtlingstrecks aus dem Mittleren Osten. Die Kommune von Kos ist damit heillos überfordert. Ein altes Hotel vor den Toren der Stadt dient als provisorische Unterkunft. Ein Flüchtlingslager mitten im Urlaubsidyll. Es gibt nur eine Wasserleitung im Garten, der Pool ist eine Müllhalde. Wegen eines Feuers im Hotel ist auch die Elektrizität ausgefallen. Gekocht wird draußen. Schauen Sie, das ist die Kochstelle. Das ist ein riesiges hygienisches Problem. Das ist doch keine Küche. Wir müssen hier schließlich auch das Essen für unsere Babys zubereiten. Den wohlhabenden Westen haben sich viele der Flüchtenden anders vorgestellt. Die wenigsten wissen, wo in Zukunft ihre neue Heimat ist. Diese afghanische Familie ist vor 10 Tagen hier gestrandet. Wir sind seit 3 Jahren auf der Flucht. Zuerst waren wir im Iran, dann in der Türkei. Von dort sind wir illegal nach Griechenland geflohen. Hier ist es auch schlimm und wir wollen nur noch weg.
Ich weiß einfach nicht mehr, wie es mit uns weitergehen soll. Schauen Sie doch mal, so leben wir. Wir müssen auf dem Boden kochen und essen. Hilfe für die Flüchtlinge kommt nur sporadisch. Christos arbeitet für das Rote Kreuz und hat Matratzen organisiert. Anonym gespendet von Hoteliers der Insel. Braucht ihr Matratzen zum Schlafen? Ich brauche eine. Du brauchst eine. Komm, was ist mit den anderen? Braucht ihr welche? Nein? Die Menschen von Kos sind keine Rassisten. Sie wollen helfen. Klar, es gibt einige hier, denen gefällt das nicht, was hier passiert, weil es direkt in ihrer Nachbarschaft ist. Das ist ein Problem für sie. Das haben wir verstanden. Aber die meisten hier wollen einfach nur helfen. Der Ansturm auf das Hotel reißt nicht ab. Zeitweise leben mehr als 500 Migranten im Captain Elias unter primitivsten Bedingungen. In der Lobby herrscht Chaos. Wer kein Zimmer bekommt, muss sehen, wo er bleibt. Meist ist das nur ein Schlafplatz im Freien. Samir hat Glück gehabt. Der Lehrer aus Afghanistan hat eine wahre Odyssee hinter sich. Das Geld für die Flucht hat er von seiner Familie. Häufig sind es die gesamten Ersparnisse. Wir wohnen hier mit 8 Leuten. Jetzt ist es voll und wir hoffen, dass es bald besser wird, so Gott will. Viele haben etwa $400 für den Transfer von Afghanistan in den Iran bezahlt. $1,600, um vom Iran in die Türkei zu kommen. Und dann noch mal etwa $1,500 oder $1,600 bis hierhin. Jetzt müssen wir schauen, was alles noch passiert, bis wir irgendwo an unser Ziel kommen. Die meisten verbringen ihre Zeit mit Warten. Denn ohne gültige Papiere dürfen die Flüchtlinge die Insel nicht verlassen. Jeden Morgen versammeln sie sich deshalb vor der Polizeistation. Mit der Hoffnung, endlich die begehrte Ausreisegenehmigung zu bekommen. Kommt sofort her, schnell, stellt euch an. Ein griechischer Polizeibeamter versucht, Ordnung in das Chaos zu bringen. Geht zurück, zurück zum Wasser, sofort, zurück. Wie ist die Situation im Moment? Wir dürfen keine Aussagen machen. Sie haben es uns verboten. Im Innenhof der Polizei werden die Migranten dann erkennungsdienstlich behandelt. Eigene Ausweise haben die wenigsten. Schon jetzt stößt die Aufnahmebehörde auf Kos an die Grenzen ihrer Kapazitäten. Wer kommt aus Afghanistan? Es sind 18 Leute. 18. Hier ist nur Afghanistan. Nur Afghanistan. Es ist eine Parallelwelt inmitten eines Urlaubsortes. Samir, der Lehrer aus Afghanistan, hat seine Landsleute zu sich gerufen. Wer auf der Liste der Behörde steht, darf Kos verlassen. Wir haben jetzt die Papiere mit unseren Namen. Sie überprüfen noch unsere Fotos. Wenn die Papiere fertig sind, dann fahren wir nach Athen. Und dann? Dann werden wir sehen, was dort passiert. Für die, die vorerst bleiben müssen, ist der Strand von Kos ein beliebter Treffpunkt. Zwischen sonnenbadenden Touristen warten die Flüchtlinge auf ihre Ausreisegenehmigung. Für viele Feriengäste ist das ein Kulturschock. Viele Touristen kommen nicht mehr. Sie wollen einfach nicht sehen, was hier passiert. Man sieht ja, wie es aussieht. Man fühlt sich einfach nicht gut. Es nimmt einem das Urlaubsgefühl. It takes your holiday feeling a little. Urlaubsgefühle kommen aber auch bei Ahmed aus Syrien nicht auf. Seit 30 Tagen ist er auf der Flucht. Wir wollen erst nach Österreich und dann nach Deutschland. Österreich ist gut und Deutschland ist gut. Ungarn ist nichts. Serbien ist auch nichts. Aber Deutschland? Ja, Deutschland. Warum? Sehen Sie, ich bin ein verheirateter Familienvater und ich habe 2 kleine Kinder. Ich kann nur dort in Frieden leben. Zurück zum Hafen. Ausgestattet mit den nötigen Dokumenten dürfen heute 60 Afghanen und Syrer die Insel verlassen. Sie werden zum Festland gebracht. Kos war für sie nur eine Zwischenstation auf dem Weg in ein besseres Leben. Wir sind so glücklich. Nach 10 Tagen haben wir endlich unsere Papiere bekommen. Was steht denn drin?
Das ist das Flüchtlingspapier. Darin steht, dass wir aus dem Camp raus dürfen und einen Monat Zeit haben, Griechenland zu verlassen. Danach wird ihre Flucht weitergehen. So lange, bis ihnen ein Land eine neue, zweite Heimat bietet. Thank you.